Moin Giorno und willkommen zum absoluten Highlight für mich im Dezember jetzt. Neben den ganzen Adventskalender-Unboxings habe ich hier die Fish Candy Xmas Box und diese ist, wir haben heute den 16. Dezember, auf jeden Fall noch erhältlich. Sie ist auf 100 Stück limitiert und kostet 99,99 € und ja, wir finden hier vielerlei Köder sicherlich drin und wollen uns das Ganze mal anschauen. So, los geht's. Ich guck mal, wie ich das hier so zurechtlege. Genau, so könnt ihr, glaube ich, mit reingucken in die Box. Machen wir hier einmal auf. Und beginnen wir mal mit der Firma Nikko Next Generation Softbaits. Und zwar haben wir den Winnow 95. Und zwar haben wir hier einen Softbait, der sehr geriffelt ist. Ich hole mal einen Köder raus, damit wir den besser erkennen können oder sehen können. Einmal eine ganz ungewöhnliche Farbe, finde ich. Sieht man ziemlich selten. Und er hat so ganz, ganz viele Lamellen. Hat ja eine ganz, ganz weiche Aktion. Also der ist sehr wild sicherlich unter Wasser. Und auch ziemlich weiches Material. Also wir haben wirklich sehr, sehr lange was von diesem Köder. Weil das Gummimaterial hier nicht so schnell kaputt geht. Das ist, ja, hier hinten steht nochmal die Firma Nikko drauf, damit man den Bait auch, jetzt könnt ihr es sehen, Bait ein bisschen schneller zuordnen kann, was es dann hier für ein Bait war. Und diesen würde ich nicht mit anderen Gummimischungen irgendwie in eine Box tun. Immer schön separat getrennt voneinander lagern. Und dann, ja, haben wir hier schon mal den ersten Softbait. Ich werde ihn gleich mal wieder zusammenpacken, aber das ist hier der Sexy Hering. Also die Farbe nennt sich Sexy Hering und 3,75 Inch ist dieser Köder groß. Mal gucken, was sich als nächstes in dieser Box befindet. Dann haben wir hier Hide Up Creative Softbaits. Und zwar haben wir hier den Oops in 3 Inch tatsächlich. Auch hier. Vielleicht können wir es sogar so ganz gut sehen, aber nee, ich sollte mal durch diese besondere Schwanzart, hole ich jetzt tatsächlich mal einen raus, weil der hebt sich wirklich stark von anderen Softbaits ab und habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich hoffe, ich kriege die Verpackung jetzt gut auf, sodass ich euch den einmal schnell präsentieren kann. Ja, das ist der Fall. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, also schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Also wirklich witzig. Ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist hier. Fühlt sich ein bisschen an wie Seetang, aber ist da natürlich doch relativ fest und auch stabil. Also ist jetzt nicht so, dass sich irgendein Teil lösen würde, sondern sitzt sehr, sehr fest. Hier mischen wir ein etwas festeres Material vorne und von den Farben her ein leicht transparentes Gummimaterial mit ja, vielen Flakes drin, Glitterflakes und dunklen schwarzen Flakes. Kann man sicherlich auch sehr, sehr gut als Trailer benutzen, aber auf den Schwanz bin ich gespannt hier, was der für Auswirkungen auf die Fische hat. Sehr interessant. Ist natürlich auch super schnell eingesogen, das Ganze. Er macht dadurch wahrscheinlich erstmal einen größeren Eindruck, als er ist, der Köder. Und wenn der Fisch dann kommt, dann ist er ganz schnell hier hinten am Kopf angekommen. Und ja, dann ist die Hakenrate sicherlich sehr hoch. Und ich vermute, dass es sich hierbei auch um die Empfehlung der Hakengröße handelt. 1,0er bis 3,0er Hakengröße. Und ja, das zu dem Köder schon mal. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch als Trailer gedacht ist. Wir machen mal weiter. Also das war der Oops in 3 Inch. Hide Up. Alles feinstes JVM hier, wie immer. Und wir fangen mal, oder wir machen mal weiter mit einem Dera Cup Jack All in einem Viertelunze, also 7 Gramm schwer. Das ist ein Spin Jack. So einmal die Rückseite, ich glaube, so könnt ihr es besser sehen. Und das ist wirklich, also in Deutschland heißt die Marke einfach Ilex. Das ist ein bisschen, ja, nicht nur der Name ist anders, sondern auch die Produkte, die hier für den
deutschen Markt sind. Das ist wirklich hier, was für den japanischen Markt produziert worden ist. Und deshalb gibt es ganz viele Farben auch nur in Japan. Und in Deutschland würde es dann andere Farben geben. Und ja, auch den Kollegen holen wir mal kurz raus. Auch 7 Gramm finde ich eine super Grammatur für meine Gewässer. So, jetzt kommt er auch raus. Das ist wirklich einer der besten Spin-Jigs, die ich kenne. Das Spinnerblatt, das läuft super leicht, auch bei den kleinsten Bewegungen und Führungen schon. Und es ist so ein, jetzt könnt ihr das Dekor auch schön sehen. Das ist ein Holo-Dekor mit so ein bisschen kleinen Barsch-Markierungen, würde ich sagen. Und ein schöner Barsch-Magnet auf jeden Fall. Kennen die meisten aber auch. Von Jack All. Der Dega Cup. So. Auch den packe ich später wieder zurück. Und wir machen direkt weiter. Dann haben wir hier von Valley Hill den Ebi-Shad in 4 Inch. Die Farbe ist eine Sonderfarbe von Fish Candy Motor Oil Gold Flake. Gucken. Ja, den Ebi-Shad habt ihr sicherlich schon mal in anderen Videos von mir gesehen. Und guck mal, ob ich hier mal einen raushole. Da könnt ihr auch bei Fish Candy auf der Instagram-Seite mal gucken. Da die Teamangler, also die sind wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich mit diesem Ebi-Shad hier von Valley Hill. Und ich kann das auch bestätigen. Ich habe damit auch schon diverse dicke Barsche gefangen. Also kennt ihr aber sicherlich als JDM-Narren hier. Ja, also wie gesagt, eine Sonderfarbe von Fish Candy. Und wir machen weiter im Programm. Was haben wir hier? Fluorocarbon von der Firma Seeger. 14 Lips und 20 Meter sind hier drauf gespult. Hier haben wir auf jeden Fall eine 31er Schnur und Seeger, die Marke kennt ihr auch sicherlich. Wirklich ein Top-Fluorocarbon oder auch die Hauptschnüre von Seeger. Das ist eine Top-Marke. Mega gut. Also, wenn man sich richtig was gönnen will an Qualität von an den Ködern oder Tackle, dann ist das genau das die Box, die man sich holen sollte. Meines Erachtens nach. Dann haben wir hier von Imakatsu Garage Craft den Javalon Neo 97. Und zwar ist auch der Bait wieder, hebt er sich ab von anderen Ködern durch seine Form. Also auch die meisten oder viele Softbaits, die werden ja kopiert oder ähneln sich. Und hier haben wir einfach mit dem japanischen Markt nochmal etwas, was sich nochmal stark vom deutschen Markt abhebt. Und so dass man vielleicht auch nochmal Fische fangen kann, die andere Baits schon kennen und darauf deshalb schon die Lunte oder den Braten gerochen haben, nicht draufgehen. Und mit anderen fremden Ködern haben wir den Vorteil, dass wir ihn dann nochmal überzeugen können. Und jetzt habe ich ein bisschen Probleme, die sind super geölt. Und ich habe mir letztes Mal hier schon die Büroklammer reingejagt in den Daumen, sodass es geblutet hat. Deshalb bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger. Aber ich möchte euch den Köder einmal präsentieren. Und zwar haben wir hier einen mehrfach fast abgetrennten Teil. Dieses Teil hier so, sorgt dann für eine ganz feine oder schnelle Bewegung hier, weil hier wird das Gummimaterial sehr, sehr schlank und dünn und ist dann so ein bisschen gerippt. Hier vorne haben wir so eine Art ja, Gummitauchschaufel tatsächlich und hinten so ein V-Tail. Also ihr könnt euch vorstellen sicherlich, wie dieser Schwanz hier ausschlagen wird. Und ja, sehr gut. Dann machen wir weiter im Programm. Ich tue den Köder einmal kurz zurück hier. Nach Möglichkeit. Na, meistens auch gleich alleine. Dann haben wir hier von der Firma Smith Jape Limited den Performance Bait Tournament Select. Das ist der Sink Spider in der Farbe 14. Ich habe den Köder bereits in einer anderen Farbe
Und ich habe da sogar auch schon mal ein Video zu gemacht. Also da gehen Döbel, Barsche, Forellen drauf. 1,6 Inch ist dieser Köder groß. Man kann ihn weightless führen, also gewichtslos, einfach nur am Haken. Ich habe ja, dadurch, dass der Köder hier so eine kleine Finesse-Ärmchen hat und auch von alleine sinkt durch sein Gewicht, mir hat es am besten gefallen, wenn ich noch eine kleine Tungstenperle vorne auf den Haken gesetzt habe. Also wirklich, da reicht ein Gramm aus und dann bewegt der Köder sich nochmal ein bisschen schneller nach unten in der Absinkphase und kann dann mit den Finesse-Ärmchen noch mehr Spiel erzeugen. Das hat mir tatsächlich am besten gefallen und die meisten Bisse auch provoziert. Also schaut auch sonst gerne nochmal das andere Video von mir. Und wie gesagt, das ist ein vielseitiger Köder und auch hier super unbekannt. Und ich habe ihn sogar Offset sogar gefischt, also kann man auch. Diese kleine Spinne hier. Ja, dann machen wir mal weiter. Hier haben wir auch noch einen schönen Weihnachtsaufkleber von Firma Fish Candy. Ja, und wir sehen, die Box ist noch ganz schön voll, obwohl es hier schon relativ gefüllt ist hier auf dem Tisch. Und zwar haben wir von der Firma Nogales, das sind hier nochmal Offset-Haken. Und das ist eine 3-0er Größe. Wir hatten ja auch schon einen Köder hier mit der Empfehlung von 3-0er Größe. Und da hätten wir schon mal den passenden Köder dazu, den Haken dazu. Und wir haben 6 in der Anzahl. Nogales, eine Top-Marke. Super scharfe und stabile Haken. Auch da, die JDM-Kenner kennen die natürlich. So, also diese mit dem Fluorocarbon ist diese Box wirklich alles ready to fish. Wir haben jetzt Softbaits, wir haben jetzt hier die Möglichkeit auch, und wenn ich das jetzt schon sehe, hier kleine Montagen zu bauen. Also wir könnten hier auch einen Texas Rig oder einen Free Rig vielleicht sogar. Ein Free Rig wird es nicht sein, weil das sind Dropshot-Bleie, beziehungsweise Tungsten, das muss ich nochmal erwähnen. Das ist kein Blei, das ist Tungsten, also auch wieder das hochwertigste Material. Und gucken wir uns gleich mal die Grammaturen an. Die sollten sicherlich in allen Packungen dann auch die, oder in allen Boxen dieselben sein, schätze ich mal. Und hier haben wir, oh, hier ist noch ein kleines Bullet Weight, was nicht rausgekommen ist. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Shebu von FC, also Fish Candy, in der Größe 10 Gramm. Ich zeige sie euch so mal. Dann haben wir hier nochmal ein Dropshot Tungstengewicht Viertelunze. Quatsch, Viertelunze nicht. Wie viel haben wir denn hier? Steht hier drauf. Eine halbe. Was haben wir hier? 3/16. Was haben wir hier? Nochmal 10 Gramm. Und das müsste auch 3/16 Unze sein. Ja, tatsächlich. Ja, eine halbe und 3/16 und hier stehen nochmal die Grammzahlen drauf. Das sind immer Unzenangaben. Und ja, da könnt ihr so mit 28 Gramm rechnen und davon die Hälfte dann quasi. Ja, ja, das ist dann auch nochmal wirklich ready to fish. Wir können Montagen bauen. Also wenn ihr auch Neueinsteiger habt, die ins Angelbusiness einsteigen wollen und dann sich richtig an Qualität direkt gönnen wollen, ist diese Box sicherlich genau das Richtige. Dann haben wir hier nochmal aus Japan ein paar Süßigkeiten. Das sind Schokoballs. Kenne ich so nicht. Morinaga. Zeige ich euch mal so in die Kamera. Diese werde ich jetzt nicht essen, aber zum späteren. Natürlich auch für meinen Sohn. Mal gucken. Schauen wir uns später an. Dann, oh, das ist ja hier noch, geht hier noch richtig weiter. Von Garncraft haben wir hier den Killer's Bait Over. Das ist ein ziemlich großer Spinnerbait. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken hier, muss ich den rausholen. Ich glaube, bei Spinnerbaits kann man das so mal ein bisschen besser erkennen. Weil das sonst so ein Tannenbaum ist, der so rumwenzelt, beziehungsweise so ein Traumfänger. Also wir haben hier ziemlich große Spinnerblätter mit einem ziemlich coolen Aufdruck oder Eindruck. Es ist richtig eingestanzt hier das Logo von Garncraft. Das ist ein 5er Spinnerblatt und hier auch nochmal, das ist auf jeden Fall für die große Größe auf Hecht gedacht.
Was haben wir hier noch für, haben wir noch eine Farbe? 3/8 Unzen ist die Angabe hier, kann ich entnehmen. Und wir haben hier wirklich dann wieder eine Tungstenverarbeitung und kein Blei. Wir haben hier auf jeden Fall ein sehr helles Dekor. Und zum, ja, als Trailer würde ich hier eine ziemlich dunkle Farbe dann nehmen als Kontrast. Ja, hier haben wir auch nochmal die Angabe, habe ich eben gar nicht gesehen. 3/8 Unze, 10,5 Gramm schwer. Also auch hier für Hecht aufgestellt. Also für die heimischen Fische können wir hiermit auf jeden Fall was anfangen. Und wir haben von der Firma Debs den Hyper Football Jig. Und zwar handelt es sich hier um einen Rubber Jig. Und hier benötigen wir auch noch einen kleinen Trailer. Und dann haben wir eine schön langsame Grundmontage auf Barsch. Guck mal, ob ich den kurz. Achso, der ist mal zugetackert. Aber ich mache den mal kurz auf. Viertel Unze ist der Köder schwer. Aua, dann habe ich schon hier diese Klammern. Also so unvorsichtig wie die letzten Tage war ich noch nie beim Unboxing. Also muss ich doch mal ein bisschen vorsichtiger werden. Wir haben hier ja schon etwas einen größeren Haken und für die heimischen Barsche, aber auch ein Hecht wird der stemmen können auf jeden Fall und haben hier relativ viele Fransen und dieser Football Kopf, der sorgt dann dafür, dass der Köder auch wirklich so ankommt und dass der quasi Trailer auch nach oben aufrecht steht und nicht zur Seite kippt oder auf dem Grund so liegt, sondern so wie er stehen soll. Also quasi, ich demonstriere es mal so, dass er so steht und halt nicht umkippt. So, das ist die von der Firma Debs mit dem Footballkopf. Ein Rubber Jig. So, dann haben wir hier noch Hayabusa-Haken. Und zwar, okay, das ist sicherlich für die Shebu vielleicht gedacht, die auch mit beiliegend war. Aber bei der Größe könnte ich mir vorstellen, dass wir damit auch was mit dem Sink Spider zu tun haben werden. Also haben wir tatsächlich auch gleich ja, den Sink Spider verarztet. Den kann man natürlich auch an einer Chebu-Raschka-Kugel fischen kann. Wie man mag. Und ja, Hakengröße 2,0, 10 Stück sind enthalten. Und ja, dann haben wir hier noch von Fudo Hooks 2,0er Haken und die sind je 7 Gramm schwer. Und ja, auch wie alles andere in der Verpackung hier JDM. Und kennt ihr sicherlich auch diese Marke. Top-Haken. Und ja, das ist ein einfaches jetzt, den Köder dafür zu bestimmen. Also hier so ein Valley Hill würde ich eigentlich immer am Offset-Haken fischen und dann so klassische Paddle-Tail, die fische ich dann eher so am Jig-Kopf. Dann haben wir hier von der Firma Neuke den Smokin' Dead. Auch da hole ich mal im Reinen raus. Wir haben hier Dark Red als Farbe und eine Größenangabe von 3 Inch. Könnt ihr schön sehen. Auch hier der Craw eignet sich natürlich top als Grundmontage. Und da könnten wir sicherlich auch, wenn ich mir jetzt mal den Rubber Jig anschaue, wo ist er hier? Dann könnte man sicherlich auch den Rubber Jig mit diesem Körper hier kombinieren. Wenn ich das Ganze mal kurz demonstrieren darf, ich beeile mich, dann halte ich den Haken einmal hier so an den Köder ran. Wenn ihr den aufzieht, könnt ihr den, hier ist noch eine Lurekeeper versteckt hier hinten. Und dann haben wir hier eine perfekte Angabe oder Größe, um den Krebs dann ja fertig zu riggen und zum Fisch zu bringen. Also auch hier habt ihr gesehen, mit viel Spiel, lange Ärmchen hier vorne mit so Kufen und sehr, sehr realistischer Aufbau. Auch nochmal hier mit so 3D abstehenden Elementen. So, das war die Firma Neuke aus Japan. Und die Farbe Dark Red. So,
dann mache ich immer weiter und wir sehen, dass ich hier echt schon super viel auf dem Tisch liegen habe und irgendwas verbirgt sich hier noch. Gucken wir uns jetzt mal an. Ah, sehr cool. Auch den Köder habe ich hier schon, also auch die Marke werden viele feiern. Das ist ein Spybait aus dem Hause Duo und zwar ist es der Spinbait 7,2 cm Alpha Baitcaster Model und wir haben hier 15 Gramm Wurfgewicht und ja, diese 15 Gramm werfe ich super gerne mit meiner Rebellion und mit der Baitcaster. Das macht einfach Spaß und ja, wir haben hier also 72 mm und 15 Gramm und ja, Roach ist die Farbe. Das ist hier eine Limited Farbe. Das als Hinweis, die kriegt ihr hier jetzt bei Fish Candy in dieser Box und die würdet ihr, glaube ich, auch nur in dieser Box dann bekommen. Und ja, ein Spybait ist nochmal dafür da, ein bisschen den Fisch zu suchen und ja, aufzusuchen. Dadurch, dass er noch ein bisschen Aufmerksamkeit hier vorne fabriziert, beziehungsweise auch hinten, weil er halt diese kleinen Propeller hier hat. Und wenn er dann eingeholt wird, werden die sich hier stark nochmal für Bewegung beziehungsweise für Aufregung sorgen im Wasser. Und ein sehr natürliches Dekor haben wir hier. Oben nochmal die Köder, ja, den Ködernamen draufstehen. Reales Spinbait 72 Alpha. Und auch den Bauch zeige ich nochmal kurz. Also für Barsch und Hecht, für Döbel, für Rapfen auch. Also Rapfen sind hier großer Freund von, wenn wir den durchs Wasser ziehen. Ja, das zu diesen Ködern. Und, aua, jetzt habe ich mir schon den Haken reingejagt, aber geht noch. So, aber wir haben jetzt hier eine super volle Box gehabt. Wenn man das jetzt so alles so sieht und die ja, flache Box anschaut, muss ich gleich mal gucken, wie ich das wieder zusammenkriege, weil das schon enorm viel ist. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich werde sicherlich auch vielleicht demnächst mal zeigen, was ich womit kombinieren würde. Zum Beispiel hier die Offset-Haken mit dem Ebi-Shed oder was ich für Trailer nochmal nutzen würde. Hier würde ich natürlich dann die Offset-Haken nehmen, beziehungsweise Rubber-Jig der Neuke hier, hiermit verbinden. Und was ich mir gerade noch eingefallen ist, hatte ich vorhin nicht erwähnt, bei den Javalon Neo, da haben wir hier, also von der Firma Amakatsu, haben wir nochmal solche Schräubchen. Kleinen Moment, muss ich am besten mal rausholen. Warte, einen Moment. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen fummelig gewesen. Ich hole nochmal dazu einen Köder kurz raus. Dann kann ich euch das nochmal demonstrieren, weil das wirklich eine Besonderheit ist, die wir sonst eher nicht so oft sehen. Also bei diesem Softbait, der wirklich inklusive Tauchschaufel hier vorne auch alles in allem gegossen ist und ein Softbait ist, haben wir hier so eine kleine... ja, so ein Schräubchen. Ich versuche euch das mal darzustellen. Ich glaube, jetzt habt ihr einen guten Blick drauf. Da könntet ihr einen Snap einhängen. Und hier haben wir die Möglichkeit, auch nochmal das ins Gummimaterial einzudrehen. Die haben wir hier vorne auch so eine Kerbe. Drehen wir hier vorne rein. Dann haben wir hier schon mal so eine Einhängung für den Snap. Und auch einen Haken könnten wir da vorne befestigen. Und den dann am... ja, Offset oder wie ihr den fischen wollt, dann ja, führen. Also das als Besonderheit, was man wirklich so eher nicht so sieht. So verstehe ich den Köder. So, alles klar. Ich räume hier ein bisschen auf und ja, schaut auf der Seite Fishcandy vorbei, schaut euch nochmal die Produkte an und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende nochmal und ja, guckt auch gerne bei den anderen Videos rein und tausend Dank nochmal fürs Zuschauen. Ciao!